halt erzählt, aber ich mache es natürlich gerne wieder. Ich habe das Spiel natürlich seit Ewigkeiten und ich habe das nie irgendwie spielen können, wollen, keine Zeit gehabt. Einfach untergegangen in meiner ewig langen Steam-Liste. Aber heute Abend ist es soweit. Und ich habe erst vorhin das Tutorial mal wieder gespielt. Und insofern ja, hoffe ich mal, dass ich da ziemlich schnell reinfinde in das Ganze. Also es gibt hier diese Situation, die hier am Anfang geschildert wird, dass wir uns hier seit Ewigkeiten eingesperrt haben, weil wir irgendwie Schiss haben, dass irgendwas passieren könnte. Und wir suchen eigentlich diesen Master-Teleporter, der uns wieder zurückbringen könnte auf die Erde. Aber ja, wir haben leider keine Zeit mehr, weil das Essen ist knapp geworden. Und deswegen befinden wir uns hier in diesem Raum. Ich nehme mal alles mit, was hier so ist. Eine 9 mm Pistole habe ich auch schon mal. Guck nicht, dass da irgendjemand gleich vorbeischaut. Ich habe die Waffe schon gezückt, wie ihr sehen könnt. Ne, da scheint aber erstmal niemand zu sein. Hallo an die 5 Zuschauer, wir spielen Teleglitch, also steht auch oben. Geht da weg. So. Ah, da kommt ja der Erste. So. Noted Chief Supply Officer. Have the supply ship bring in a double load of internal construction supplies, including 400 boxes of standard nails. Okay, apparently the demand for nails have gone up drastically during the past weeks. Der Bedarf an, ups. Ich komme hier nicht weiter. Jetzt hängt er hier. Hallo? Ah, okay. Also der Bedarf an Nägeln ist hier wohl gestiegen in den letzten Wochen. Drastisch. Da kommt doch schon wieder irgendwas. Also ich höre irgendwas zumindest. Oh, fuck it. Was ist das denn hier? Ich komme da nicht durch. Aber es sieht ein bisschen bedrohlich aus. Mal gucken, was der Kasten uns hier unten erzählt. One of the largest military corporations of the modern world, Militech, covers the entire war industry from research and training to supply, production and strategic operations. Militech employs over 1 billion. Hallo Endbob, grüß dich. Militech employs over 1 billion personnel all over the known space. Eine Milliarde Arbeiter, Mitarbeiter. Wahnsinn. Oh, und die besitzen über 15% der gesamten Ressourcen, die der Menschheit zur Verfügung stehen. Ist natürlich auch interessant. Ob das so super ist, weiß ich nicht. Vor allem machen sie, die gesamte Kriegsindustrie läuft über diese Firma. Okay, habe ich hier oben irgendwas verpasst? Hätte ich vielleicht mal kurz gucken. Vielleicht kann ich hier oben noch weiter laufen. Also es geht auch hier auf jeden Fall weiter. Hey. Ich kann ja auch noch Fäuste hier fliegen lassen. Was ist das hier? Helikopterlandeplattform oder was? Nee, komme ich gar nicht hin. Was ist hier? Teleglitch Spacetime Anomaly. These blobs of black and colorful anomaly seems to be the only result of today's experiment with unlimited range teleportation. We have been investigating this phenomenon for the past 2 hours and think it might have profound implications for theoretical physics. The blackness seems to be literally an inside-out space-time curvature and opens a range of possibilities for research. My colleague has already suggested we could weaponize it by capturing the field into super intense wave and pressure containers to be used for planetary bombardment. Bombardment heißt es ja im Englischen. Bombardment. Oh, and if you touch it, your brain explodes. Dann sollte man diese Container hier nicht anfassen, wenn wir sie irgendwo denn sehen. Hier kommen wir eh nicht weiter, okay? Geht's hier weiter? Ne, hier geht's auch nicht weiter. Was ist hier drin? Hat man die Waffe gezückt, meine 9 mm Pistole? Na, sag mal. Ich reloade mal.
Ja, Endbob, es ist nicht so leicht, ne? Ich stream ja immer so unterschiedlich. Zu unterschiedlichen Zeiten. Alter. Fuck, fuck, fuck. Mann, 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 ey. Health 74, 100. So, mal gucken. Ein bisschen abtasten. Da ist auch nichts weiter. Komme ich da gerade raus? Was ist das hier? Mailbox und noch eine Bombe. Also ich hätte das Spiel viel früher mal spielen sollen, aber wie es halt so oft ist, ne, man... Oh, eine Shotgun. Und Munition dafür, das ist super. Secret Walls. The facility arena area contains some rooms that are quickly walled off with temporary materials, resulting in damaged-looking walls that can be destroyed with ranged weapons. Okay, also ich muss Ausschau halten nach Wänden, die zerstörbar sind, die so aussehen, als wären sie, naja, so... Kurz vorm Einbruch. Gut. Nö. Komme ich da hinten ran? Ja. Empty Can und eine Nailbox, eine neue. Ein bisschen spooky ist das Spiel ja schon, wenn man es nachts spielt, ne? Auch wenn es eine Pixel-Grafik hat und eigentlich ja im Endeffekt so. Aber die Atmosphäre ist natürlich schon eine besondere. Hier komme ich auf jeden Fall nicht durch. Planet Medusa 1C, small, almost Earth-sized planet with no significant resources and far from colonized space. Das ist unser Planet hier, der erdähnlich ist, zumindest von der Größe her. Und wir sind weit entfernt von einem ja, zivilisierten, kolonisierten Weltraum. Its planetary stock price was incredibly low, making it a perfect spot for Militech research. Naja, okay. War also günstig, deswegen haben sich diese Meditech-Fritzen das Ding auch leisten können. Being far from any settlements gave an added bonus of reduced distraction. Mhm. Oh, Kinder, ey. Ganz schön groß, der ganze Spaß. Oh, Facility Teleportation Station. Teleport to Plankton Farm. Abandoned Sector, left, teleport to Military Biology Sector. Na dann, left. Davor noch die Waffen mitnehmen. Also hier rechts ist irgendwie verbotenes Gebiet, ne? Hätte jetzt aber mich schon ein bisschen erschrocken. Hat man mir das angesehen? The situation is much worse than expected. Hm, schlimmer als wir dachten. It seems that the non-human combatants have been let loose all over the facility and they are programmed to attack on site. Okay, sobald sie einen sehen, sind sie irgendwie dazu verpflichtet zu attackieren. The facility life support seems to be working, but only at emergency capacity. Also unsere Lebenserhaltungssysteme dort sind relativ überschaubar, nur auf quasi Sparflamme gestellt.
Almost all weapon lockers and food reserves have been emptied, probably by the zombies. Also Zombies haben wahrscheinlich unsere ganzen Essensreserven verspeist, vertilgt. The military biology sector will be a tough one, for it is the center of the military proposed life forms. Also der Sektor, den wir uns da ausgesucht haben, der wird natürlich sehr, sehr schwer sein. Life cloned, mutated and breeded for a single nasty purpose. I bet they're all hungry. Die wurden alle gezüchtet und geklont und mutiert, um... Oh, cool. Level complete. Continue. Ich dachte schon, das Spiel ist zu Ende. Okay, Level 2. Ah, okay, ich verstehe. Also hier ist wieder alles bei... Das ist ein neuer Sektor einfach, wo wir uns hin teleportiert haben. Ich muss mal ein bisschen Kopfhörer bei mir leiser machen, weil sonst drehe ich komplett noch am Rad. Wenn es hier nochmal explodieren sollte. Ich switch mal kurz auf die Shotgun. Vielleicht schiebe ich auch die Shotgun ein bisschen weiter nach oben. In meiner Leiste. Achso. Dann komme ich ja gerade raus. Ist ja völliger Blödsinn. Aber hier war ich noch nicht. Was denn hier? Kann ich da durch? Eine Röhre? Nee, offenbar nicht. Die Kästen, da ist nichts. Da kann ich nichts machen, oder? Nee. Okay, hier waren wir also auch. Aha, hier ist wieder ein Aktionsfeld. The teleglitch incident number 2. The key for unlimited teleportation range is software that uses well-packaged fuzzy randomness inside a fractal information structure that copies the human brain neural layout. Okay. Also, teleportieren funktioniert in erster Linie über eine Software, die alles schön klein zusammenpackt und im Endeffekt unser Nervensystem oder unsere Nervenstrukturen kopiert. Using the fuzzy randomness has a small chance to occasionally produce super huge calculations in an instant, making teleportation possible for hyper long distances. Okay. Wir haben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es eben dann ausreicht, möglichst weit teleportiert zu werden. Mann, Mann, Mann. Oh, oh, oh. Ich sehe gerade, ich habe gar nicht so viel Munition zum Nachladen hier. Deswegen bin ich mal kurz wieder auf die 9mm umgestiegen. Hier geht es ein bisschen nach unten. Hier komme ich erstmal nicht raus. Nanosporen gibt es hier in diesem Biolab. Wie komme ich da hin? Versuchen wir doch mal, ob das hier funktioniert. Nee. No way in oder was? Schöne Scheiße. Schade. Ich dachte mir, ich könnte da noch ein bisschen was mehr angucken, ne? Aber so ist es halt.
Hallo an die 6 Zuschauer, schön, dass ihr hier seid. Fuck it. Warte, ich muss wieder bei Null anfangen. Oh, Freunde der Nacht. Okay, aber immerhin wissen wir jetzt ein bisschen mehr über das Spiel. Wir wissen in etwa, welche Aufgaben auf uns zukommen. In diesem ersten Level. Immer 2 Schüsse, ey. Für so ein Biest. Ist auch nicht schlecht. Ich hab schon wieder was gehört. So. Hey, ihr 6 Zuschauer, was macht ihr denn eigentlich? Achso, für den Fall, dass ihr mich über einen anderen Kanal gerade guckt, der mich hostet, da müsstet ihr bitte auf meinen Kanal switchen, weil ich kann nämlich den Chat gerade nicht mitlesen. Auf den anderen Kanälen. Aha. Oh, was ist denn die AGL? Schutz at hand... at hand... at hand... adhesive grenades useful against swarms. Okay. Dann schieben wir den doch mal nach oben. Englische Sprache, schwere Sprache. Eieiei. Ist hier hinten irgendwas, was ich aufheben kann? Nee. Canned Meat. Nicht zu verwechseln mit dem ähnlich klingenden